Bringt nur nicht viel. Ihr braucht meinen Rat, ja, nicht wahr? Euer Wunsch ist also legen wir das Ding brav zurück. Fragt keine. Weil Gräberschänden für Geld verdienen werden wir nicht machen. So unehrlich sind wir dann doch nicht. Scheiß Schattenscheißsaale. Ich warte. Für jawohl. Ja. Wie ihr wünscht. So. Was möchtet ihr? Wo soll ich? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Vor allem, weil gerade in solchen Gräbern sollten wir gucken, ob nicht irgendwas hier rumliegt, was die Untoten auferstehen lässt. Kann ja sein, dass irgendwelche mächtigen Magier was hinterlassen haben. Hust, hust. Erzählt mir mehr davon. Wobei das meistens einfach nur der Schrecken der Magie ist, der übrig bleibt. Ich entleichtfüßig und so. Und hier ist meine Falle. Eine Streitaxt, die brauche ich gar nicht identifizieren, weil verkaufen will ich sie nicht. Und ich das hier nehme ich auch nicht mit. Was immer ihr wünscht. Trauernder. Hallo, Leute. Sie waren gute Freunde und starke Kämpfer. Ich werde sie vermissen. Oh. Ja, das hier sind jetzt kleinere Krypten. Sie hat genug getraut, sie geht jetzt wohl. Das heißt, wir haben doch die beiden Krypten hier. Und die da vorne, und da sind wir eigentlich durch, wenn ich richtig sehe. Ja, bei der da waren wir schon. Oh, das ist wieder ein Eingang zu den unteren Krypten. Wenn ihr es wollt. Da würde ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht umsehen. Der wird sogar nicht mehr markiert. Und noch ein Eingang zu den unteren Krypten. Okay. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die große Frage ist, sind das verschiedene Bereiche oder führt alles in eins? Da ist ein Geisterjunge. Ja, keine große Herausforderung. Wer seid ihr? Mama, Papa, seid ihr das? Was für eine Art Geist seid ihr? Warum ruht ihr nicht? Haltet ein, Freunde. Das ist vielleicht kein einfacher Geist. Nehmen wir das erste Geist. Ich heiße Wellen. Ich will nur meinen ausgestopften Bären zurückhaben. Meinen ausgestopften Bären? Das ist mein Lieblingsbär, Männlein, der böse Mann, der in unser Haus kam. Er hat mir wehgetan und er hat Männlein und alle anderen Sachen mitgenommen. Schluchz. Ohne Männlein kann ich nicht einschlafen. Ja, ein Dieb tötet euch und dann euren ausgestopften Bären mit, dem Rest seiner Beute mit. Wenn ich diesen Bären für euch finde, wird dann alles wieder in Ordnung für euch. Ich habe jetzt keine Zeit für diesen Unsinn. Fort mit euch, Geist. Ich kann euch nicht helfen, Wellen. Oh, das ist mal wieder was Hartes. Ein Dieb, der ein Kind tötet, um alles zu klauen, inklusive dem Lieblingsbär des Kindes. Oh ja, ich könnte einschlafen, wenn ich ihn nur hätte.
Würdet ihr ihn für mich holen? Würdet ihr bitte, bitte. Na gut, wisst ihr, wo euer Bär ist? Ja, der böse Mann hat ihn in dieser Kneipe, in den Slums, die Kupfer irgendwas. Er ist hinten in einem der Schlafzimmer. Ich glaube, er heißt Linus. Ich bin zu ihm hingegangen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass ich nur meinen Bären haben will. Aber er hat sich zu sehr vor mir gefürchtet. Oh, bitte, holt ihn bitte für mich. Ja. Ich bin auf den ruhelosen Geist eines kleinen Jungs namens Willing getroffen. Er treibt auf dem Friedhof sein Unwesen. Ich habe ihm versprochen, ihm seinen ausgestopften Bär zu bringen, sodass er endlich Ruhe finden kann. Der ausgestopfte Bär heißt Männlein. Wenn ich so darüber nachdenke, hat offenbar jedes Halblingskind ein Spielzeug mit dem Namen Männlein. Er befindet sich im Besitz des Diebes, der den kleinen Jungen umgebracht hat. Der Dieb heißt Linus und hält sich in einem der Zimmer im Wirtshaus zur Kupferkrone auf. Nun gut. Ja, hier ist soweit nichts mehr. Das hier steht zwar offen, aber das ist kein Eingang. Gut, das heißt, wir haben nur noch diese Gruft hier. Wir wurden ja gerade abgelenkt von dem Kind. Was möchtet ihr? Und wir müssen uns auf jeden Fall auch am Tag noch auf dem Friedhof umsehen, weil ich weiß, beim... Oh, hi. Beim Friedhof gibt es Tag- und Nachtwechsel. So, du doch weg. Hey, eine Schutzformel. Und ja, denen da ihre Edelsteine wegzunehmen, da habe ich absolut nichts dagegen. Und ich glaube, ich gebe ihm den Bogen wieder. Weil ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob die Geschoss, ob das ETW auch zählt. Wenn er Munition benutzt. Eine Schutzformel gegen Feuer. Ist auch immer praktisch. Ja, ich frag mich immer, wo die zweite Seite von Tommels Tagebuch ist. Ja, muss ich irgendwann mal gucken. Genauso wie die, wo die restlichen Einzelteile der Gegenstände sind, die wir noch schmieden wollen. Weil ich will die nicht aus Versehen mal verkaufen. Ich warte. So, was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. So, Yoshimo. Da ist noch Gold drin. Okay. Das heißt, wir können den Friedhof erstmal wieder verlassen. Und in die Slums gehen, erstmal den Mörder finden. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch! Ich denke... Hey, ja! Das macht Spaß! Was? Das sind genau dieselben Art von Gegner wie in der Wildnis. Die einfach nichts Besonderes dabei haben, außer das Monster beschwören. Aber weißt du was, ich nehme einfach alle Formeln mal mit. Haben wir was zu verkaufen. Und das Geld von denen. Sind immerhin fast 200 Goldmünzen. Natürlich. So, dann räumen wir mal hier ordentlich auf.
Mal gucken, was der uns zu sagen hat als Ausrede. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, das müsste dann hier oben sein. Da steht übrigens Nahia rum. Und Abonnen müsste hier eigentlich auch noch rumstehen. Ja. Anomen. Andere Leute finden wir halt in ihren Häusern. Zum Beispiel nachher war Liga Cortala. Ja, euer Wunsch ist so, dann gucken wir mal. Yarin, du siehst nicht nach dem aus. Ich muss schon sagen, manchmal vermisse ich die Zeit der Abenteuer, die bereit. Die Straße ist gut mit mir gemeint. Der beste Taschendienst, den es je gab, hat sich zur Ruhe gesetzt. Ja, gut. Du da. Du siehst wie ein Dieb aus. Oh, ihr schon wieder. Was wollt ihr? Ihr habt etwas von deinem Geist gesagt. Ihr habt also einen gesehen. Euer Name ist Linus, stimmt's? Nichts. Ich mache mich auf den Weg. Ihr habt einen Geist gesehen? Oh, ja, leider. Ein Geist sucht mich manchmal auf. Fürchterliches, beängstigendes Ding, dieses Vieh. Warum sollte euch ein Geist heimsuchen? Oh, ich weiß nicht. Kann ich nicht genau sagen. Entschuldigung, aber das hier sind meine Privatgemächer. Könntet ihr bitte gehen? Dieser Geist sucht euch nicht zufällig heim, weil ihr einen kleinen Jungen ermordet und ausgeraubt habt, oder? Händigt mir seinen Bären aus sofort. Ich werde nicht gehen, bevor ich nicht den kleinen Halblingsjungen, den ihr ermordet und ausgeraubt habt, gerecht habe. Ich gehe, wohin ich will und wann ich will. Okay, in Ordnung, ich gehe schon. Nehmen wir das Erste. Ihr wollt seinen Bären holen? Ich glaube, ich habe ihn hier irgendwo. Ja, lass mich mal sehen. Ja, hier ist er. Gebt ihm diesen kleinen miesen Bastard und richtig aus, er soll sich von mir fernhalten. Ihr verdient es nicht zu leben, mordender Teufel. Ich lasse euch leben. Aber lasst euch hier nie wieder erwischen. Ja, ihr solltet besser hoffen, dass es das ist, wonach der kleine Junge sucht. Eigentlich hat er es verdient zu sterben. Ihr könnt versuchen, mich zu töten, na. Ja, noch ein Schlag oder so und du bist tot. Ja. Gut, Yoshimo, übernimmst du den List. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Weil ganz ehrlich, wenn wir den laufen lassen, bringt er nachher noch ein Kind um. Und dann wären wir mitverantwortlich. So, das geht zur Eri, das geht in den Edelsteinbeutel. Und das geht auch noch zur Eri. Das ist eine ausgestopfte Bärenpuppe für Kinder. Sie edelt klein Manneken, dem neckischen und verschlagenen Held aus den Legenden der Halblinge. Ah ja. Ich will die aufteilen. Und dann können wir die nämlich wegkübeln. Dann sind die auch mal weg. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, für was ich Gegengifte habe. Könnte ihm was viel Besseres in die Hand drücken. Wendigkeitstrank, Eisstaubtrank, Trank der Unverwundbarkeit. Habe ich zwei. Oh. Den da sollten wir vielleicht verkaufen. Das ist nämlich kein normaler Trank der Unverwundbarkeit. Fragt nur. Keine große Herausforderung.
So, den Bären haben wir schon mal. Kümmern wir uns als nächstes um die T-Magier im Brückenviertel. Ja, und das Zeug hier kann ich alles loswerden. Nebenbei, was ich auch loswerden kann. Sind diese beiden oder drei Schatten, die benachrichten. Sind doch drei, oder? Proklamation an alle Mitglieder. Ja, das ist Schattendiebe. Schattendiebe.